Im Jahre 1986, am 22. September, dem Tag des heiligen Mauritius, betrat ich die Deutsche Demokratische Republik. Ich war, fast auf den Monat genau, 20 Jahre im Westen gewesen. Ich war 26 Jahre alt. Ich schleppte die drei schwersten Koffer in den Raum, wo die Grenze ist. Die Genossin sah auf mein Papier und sagte, da studieren Sie jetzt also bei uns, und ich war da. Der Zug nach Leipzig kam aus Binz. Die Leute im Abteil lasen Westbücher. Ich, Binz, wollte ich immer rufen. Ein DDR-Bürger, der einen Westberliner spielt, der einen DDR-Bürger spielt. Aber ich hielt mich tapfer zurück. Kunst kann nichts. Kunst hat keine Mitteilung. Nichts hat Mitteilung. Es gibt keine Mitteilung. Ich muss es Ihnen endlich allen sagen. Die Wahrheit. Wenn es irgendwo schlimm ist, muss man darüber berichten. Warum aber über etwas berichten, das bloß schlimm ist? Der Effekt ist Traurigkeit und Öde. Jemand betritt ein neues Land und möchte Mitteilung geben von dem, aus dem er kommt. Was wird er sprechen? Er wird vor allem zu viel sprechen. Sehr geehrte Ellen Czernikau, lieber Thomas Keck, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Ehrenpräsident der Akademie der Künste, Herr Steck. Als Ronald M. Czernikau von West-Berlin in die DDR geht, haben, beginnend mit der Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976, bereits Tausende von DDR-Bürgern den Arbeiter- und Bauernstaat gen Westen verlassen. Sie erhoffen sich in diesem die Freiheiten, die sie in jenem nicht hatten, wollen reisen, die Welt entdecken, ihre Meinung ohne Angst vor Repressionen äußern dürfen. Der 26-jährige junge, schwule Schriftsteller aber schaut mit dem Blick eines Außenseiters auf beide gesellschaftliche Systeme und folgt einem von kommunistischen Ideen geprägten Ideal. Die ersten Kindheitsjahre hat er in der DDR verbracht, bevor er 1966 mit seiner Mutter in den Westen gelangt. Gegen das Leben in der niedersächsischen Provinz rebelliert er. Sein Erstling Kleinstadt-Novelle 1980, in dem er über das Coming-out eines jungen Mannes schreibt, erlebt eine Auflage von 16.000 Exemplaren und macht Ronald M. Czernikau bekannt. Er zieht nach West-Berlin, beginnt ein Studium, wird Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei West-Berlins und genießt das Leben in der unkonventionellen Schwulenszene. Nach zähen Bemühungen gelingt es ihm 1986, ans Leipziger Literaturinstitut aufgenommen zu werden. Er ist der erste Westler, der dies schafft. Meine Theorie geht dahin, dass es viel leichter ist, aus der DDR raus, als in sie reinzukommen, schreibt er 1988 an den stellvertretenden Kulturminister Höpke. Fortan pendelt Czernikau zwischen Ost und West und versucht vergeblich, Zitat, in die Arbeiterklasse der DDR eine Überhöhung zu bringen, Zitat Ende, wie er Gisela Elsner im Sommer 1987 mitteilt. Ein Jahr später schreibt er an Elfriede Jelinek über den Blick aus seiner Neubauwohnung in Berlin-Hellersdorf, Zitat, die Leute hier denken, woanders ist es genau wie hier, bloß ohne Sozialismus, das heißt ohne die unsozialistischen Züge des Sozialismus. Sie können sich nichts anderes als das hier vorstellen, weil sie nichts anderes kennen und erwarten das Gewohnte plus Bananen. Es ist ein rührender Irrtum. Zitat Ende. Über die Tage in L veröffentlicht er ein Buch mit dem Untertitel, Zitat, darüber, dass die DDR und die BRD sich niemals verständigen können, geschweige mittels ihrer Literatur. Zitat Ende. Von DDR-Verlagen gelobt, doch nicht publiziert, erscheint es 1989 in Hamburg. Im September 1989 erhält Ronald M. Czernikau die Staatsbürgerschaft der DDR und arbeitet als Hörspieldramaturg im Ostberliner Henschel Verlag. Die gesicherte Existenz im Osten bietet ihm die Möglichkeit, sich seiner eigentlichen Berufung zu widmen, dem Schreiben. Er knüpft Kontakte zu DDR-Autorinnen und Autoren, wird von Peter Hacks, der ihn in seine Arbeitsgruppe zur Dramatik in die Ostberliner Akademie der Künste einführt, gefördert. Im März 1990 hält er vor dem außerordentlichen Schriftstellerkongress der DDR eine vielbeachtete Rede.
gleichsam in der Nussschale, enthält sie Tschernikows Positionen. Sie spiegelt seinen Scharfblick, sein Engagement gegen Dummheit und Borniertheit, gegen die Fantasielosen, enthält seine Sehnsucht und natürlich seine kompromisslose Kritik des kapitalistischen Systems. Wir werden diese Rede heute Abend abschließend hören. Ronald M. Tschernikow stirbt 31-jährig am 20. Oktober 1991. Sein Hauptwerk Legende kann er noch abschließen. Es erscheint mit Unterstützung vieler im Jahr 1999. Wie Tschernikow dem Rundfunkjournalisten Werner Preuß schildert, handelt Legende, Zitat, von vier Göttern, die die Erde besuchen. So etwa einem Schokoladenfabrikanten, die stellvertretende Vorsitzende der Kommunistischen Partei, eine bayerische Bäuerin, eine Schlagersängerin, viele Krankenschwestern, viele junge Personen, viele verliebte, unglückliche, kraftvolle Leute. Zitat Ende. Daraus werden Sie heute Ausschnitte hören. An dieser Stelle habe ich zu danken. An erster Stelle Thomas Keck. Durch sein unermüdliches Engagement für das Werk Ronald M. Tschernikows und für die Bewahrung seines Nachlasses können wir heute, 25 Jahre nach dem Tode Tschernikows, sein literarisches Archiv in der Akademie der Künste eröffnen. Thomas Keck übergab im Jahr 2015 die Materialien der Akademie und ist heute Mitveranstalter. Ellen Tschernikow, die Mutter Ronald M. Tschernikows, übergab vor wenigen Monaten weitere Nachlassteile ins Archiv. Wir freuen uns, dass Sie kommen konnten. Ihnen beiden danke ich auch im Namen der Akademie vor allem für Ihr Vertrauen. Die Lesung aus Nachlassdokumenten und literarischen Texten bestreiten mit Ursula Werner und Thorsten Hirse zwei hervorragende Schauspielerpersönlichkeiten. Ursula Werner ist Ihnen allen aus unvergesslichen Bühnen und Filmproduktionen bekannt. Über 30 Jahre lang war sie festes Ensemblemitglied am Maxim-Gorki-Theater, spielte in der legendären Inszenierung des Tschechow-Dramas Drei Schwestern und in Volker Brauns Die Übergangsgesellschaft, beide in der Regie von Thomas Langhoff. Heute gastiert sie unter anderem an den Münchner Kammerspielen. Ursula Werner wurde mehrfach preisgekrönt, unter anderem erhielt sie 2009 den Deutschen Filmpreis für ihre Rolle in einem Film von Andreas Dresen. Thorsten Hirse studierte Schauspiel in Hannover, arbeitete unter anderem am Thalia Theater in Hamburg und ist seit 2011 Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin. Er wurde ausgezeichnet mit dem Beugobert-Preis. Mit Stefan Ripplinger führt uns ein ausgewiesener Kenner der Literatur in das Werk Ronald M. Tschernikows ein. Stefan Ripplinger geht in seinen Essays und Feuilletons den intimen Prozessen im Leben und Schreiben der Berühmten und Vergessenen der Literaturgeschichte nach, stellt den Künstler und sein Scheitern ins Zentrum der Überlegungen, spricht von der Vergeblichkeit der Kunst im Sinne der Kosten-Nutzen-Ökonomie des Kapitalismus. Und hier ist er ganz nah bei Ronald M. Tschernikow. Volkmar Paschold bereichert den heutigen Abend mit musikalischen Intermezzi am E-Bass. Für die technische Einrichtung danke ich Uwe Ziegenhagen. Der heutige Abend wurde konzipiert und organisiert von Thomas Keck und Jens Merle. Beide sind auch die Herausgeber der Berlinischen Dramaturgiebände, der Protokolle der Gespräche, die Peter Hacks in seinen Arbeitsgruppen zur Dramatik an der Ostakademie führte und die heute noch Erwähnung finden werden. Herzlichen Dank Ihnen und allen Mitwirkenden, auf deren Beiträge wir uns freuen. Lassen Sie mich noch ein Wort zum Nachlass sagen. Das Ronald M. Tschernikow-Archiv enthält zahlreiche Werkmanuskripte in ihren Entstehungsstufen, literarische Skizzen und Entwürfe, viele hochinteressante Materialsammlungen, die das Interessenspektrum Tschernikows und seine Zeit widerspiegeln und natürlich Korrespondenzen, unter anderem mit Ulrich Berkes, Gisela Elstner, Peter Hacks, Bernd Heimberger, Elfriede Jelinek, Inge Keller, Dietrich Kittner, Irmtraut Morgner, Erika Runge, auch sie ist heute da, seien Sie herzlich gegrüßt. Wir freuen uns über die substanzielle Bereicherung unserer Bestände durch diese nachgelassenen Materialien eines Unangepassten, der die Verhältnisse, in die er teils freiwillig, teils unfreiwillig gestellt war, kritisch beleuchtete und literarisch pointiert gestaltete. Meine Kollegin Petra Uhlmann hat den mit 5 laufenden Metern recht umfangreichen Nachlass in kurzer Zeit aufgearbeitet. Ganz herzlichen Dank für diese Großtat. Ich freue mich sehr, Ihnen, liebe Frau Tschernikow und lieber Herr Keck, jeweils ein Exemplar des Findbuches überreichen zu können. Ich hebe das mal kurz hoch. Ich gehe jetzt nicht ganz nach hinten und übergebe das später. Das Tschernikow-Archiv ist nunmehr eröffnet. Es steht der Forschung zur Verfügung und ist auch übrigens online recherchierbar. Vielen Dank.
Aus einem Brief an Thomas Keck, Leipzig, April 1987. Abends einen Krimi gelesen von Egon Günther, der im Westen spielt, vor 20 Jahren erschienen ist. Egonchen lebt inzwischen im Westen und liefert einmal im Jahr beim Schriftstellerverband seinen Parteibeitrag ab, wie mir Frau Professor Schmidt erzählt, mit der ich am letzten Unterrichtstag 3,5 Stunden in ihrem Zimmer saß. War ja eine Prüfung. Was will uns Franz Fühmann in seiner Rede über Literaturkritik sagen? Leider will er uns das Falsche sagen, aber das Gespräch war nett. Ich habe ihr ganz offen gesagt, dass ich das Gefühl habe, im Institut wird Fantasielosigkeit honoriert. Auch die Philosophietante, die keinem in die Augen sehen kann und immer hilflos lächelt, will, dass ich meinen Aufsatz unter dem fantasielosesten Gesichtspunkt referiere. Ich finde das dermaßen ärgerlich. Unser Eins weiß wenigstens, dass das Mittelmaß ist, aber einer ohne Vorbildung muss wirklich einen schrecklichen Eindruck von Marxismus, Ästhetik, von Literaturtheorie kriegen. Ich halte hier immer lange Reden in meinem Zimmer, überlege, wie ich die geforderten Referate lächerlich machen kann und gleichzeitig halten und ärgere mich. Ich ärgere mich maßlos über diese Kleingeister. Du müsstest mal eine Stunde in Dramatik hören. Ein Mann mit 30 Jahren Praxis, das ist unglaublich, so viel Dummheit auf einem Haufen. Bei diesem Direktor fällt mir ein, vielleicht komme ich erst am 1. Mai nachmittags. Dann kann ich morgens hier noch mitlaufen bei der Demonstration. Es soll ein Social Event sein, muss ich hin. An Thomas Keck, Oktober 1987. Hax war wieder ganz wunderbar. Mit Wiede haben wir bestimmt eine Stunde über die Götter beraten. Sie nahmen es als eine ganz richtige und einleuchtende Konstruktion, soweit vorhanden. Die Hauptsache fehlt ja eben noch. Dass West-Berlin untergehen muss, das fand Hax am besten. Herzchen, sagte er zu seiner Frau, Herzchen, das ist doch ganz klar, dass das untergehen muss, völlig klar. Er meinte dann, die Hauptsache sei, warum die Götter überhaupt kommen, weil die sind ja glücklich und zufrieden. Er sagte, ja, warum soll sich der liebe Gott um die Welt kümmern? An dieser Stelle wird sogar Hegel sehr, sehr undeutlich. An Gisela Elzner, Dezember 1987. Ich hatte in der letzten Woche das erste Mal in meinem Leben richtige Todesgedanken. Ich hatte so eine Lungengeschichte, die überhaupt nicht mehr wegging, und da habe ich mich vor ein paar Tagen bei einem Arztfreund auf Pneumocystis carinii untersuchen lassen, sprich Lungenentzündung mit AIDS. Hab ich aber nicht. Ich sah mich schon auf der AIDS-Station, auf der auch ein Freund von mir liegt. Dem Tod von der Schippe. Ich fühle mich richtig neu.
an Gisela Elsner, Juli, August 1988. Seit ein Freund von mir stirbt, gar nicht mal so ein guter Freund, aber jung und unschuldig an der Welt, seitdem bin ich quasi ununterbrochen krank. Krank ist natürlich Blödsinn, aber ich verbringe meine Zeit mit Kränkeln. Alle Ärzte in Ost und West beteuern mir, ich sei gesund, aber wer glaubt schon irgendwelchen Ärzten? Ich möchte so gerne in der DDR bleiben. In einem Jahr ist mein Studium endgültig zu Ende. Den eigentlichen Abschluss habe ich ja schon. Ich bin jetzt Absolvent des Literaturinstituts und zwar mit sehr gut. Jetzt kommt ein Jahr Sonderkurs und dann muss ich wohl zurück. Es gibt hier so viel Arbeit. Alle sagen immer, kommen Sie nur, zu tun gibt's genug. Aber alle, die sowas wissen, sagen, dass Übersiedlungswünsche von Kommunisten nicht genehmigt werden. Außerdem hat die Kommunistische Tageszeitung von West-Berlin angeblich Personalprobleme. Und jetzt stell dir mich mal als Redakteur einer kommunistischen Tageszeitung vor. Grotesk. Es ist ein Horror. Plan zu einer Oper. Erster Akt. Der schönste Mann der Welt steht, nur mit einer Schürze bekleidet, an einem Spültisch und wäscht eklige kleine Konservenbüchsen aus, um sie demnächst als Aschenbecher seinem einzigen Gast zur Verfügung stellen zu können. Ekelarie. Erklärung des Verhältnisses. Zweiter Akt. Der schönste Mann der Welt steht nur mit einer Schürze bekleidet an einem Spültisch und wäscht erneut eklige kleine Konservenbüchsen aus, um sie demnächst als Aschenbecher seinem einzigen Gast zur Verfügung stellen zu können. Doppelt so lange Ekelarie. Selbstverfluchung. Dritter Akt. Der schönste Mann der Welt steht nur mit einer Schürze bekleidet an einem Spültisch und wäscht offenbar seit Jahren eklige kleine Konservenbüchsen aus, um sie demnächst seinem einzigen Gast als Aschenbecher zur Verfügung stellen zu können. Ungeheure Ekelarie. Vierter Akt. Der schönste Mann der Welt steht etc. Es klingelt. Übergang der Ekelarie in Erschreckensarie. Erstarrung. Erstarrungsarie. Die Tür öffnet sich von Zauberhand. Der drittschönste Mann der Welt überbringt, als Briefbote verkleidet, einen Brief. Briefarie. Fünfter Akt. Der Brief wird von dem drittschönsten Mann der Welt verlesen. Der Brief ist von dem zweitschönsten Mann der Welt, dem einzigen Gast. Er fragt nach Liebesbeweisen. Furioso des Orchesters. Stummes Heben der besudelten Abwaschhände des schönsten Mannes der Welt. Explosionsartiges Tutti im Orchestergraben. Schlussschrei und Exitus. Der schönste Mann der Welt. Ende der Oper. An Thomas Keck, Dezember 1988. Der Abend in der Akademie hat mir nochmal gezeigt, man darf nicht zu privat argumentieren. Die Ebene des Sprechens muss gültig sein und dann ist alles erlaubt. Überhaupt, dieser Donnerstagabend war so eine Freude. Die Berühmten hatten fast alle abgesagt, aber Hax als Leiter war von einer Klugheit. Nach 3 Stunden war man ganz K.O. Die Kinder, die alle schon aufgeführt sind und nun die Dramaturgie lernen sollen, wehren sich mit Händen und Füßen gegen Handwerk. Ich schreibe ganz aus mir selbst heraus. Was soll man da sagen? Es werden doch auf beiden Seiten ähnliche Dummheiten verzapft. Als ich Hax zum Auto brachte, meinte er zu mir, man erkennt sofort, wer zu welcher Partei gehört. Es wird auch alles mitstenografiert, das ist mir ja noch nie passiert. Hoffentlich kommt es dann mal in einem gediegenen Buch heraus. Ronald M. Schernikau, Albert Nordenstraße 241, 1153 Berlin. Sehr geehrter Herr Professor, lieber Werner Tübke, November, Dezember 1989. Ich schreibe Ihnen, weil im ND steht, dass Sie Ihre Auszeichnungen zurückgeben. Ich habe das beiliegende Buch geschrieben. Ich habe die letzten 3 Jahre als Westberliner in Leipzig gewohnt. Ich bin seit dem 1.9.89 DDR-Bürger und ich bin Kommunist.
Ich halte Sie für einen der drei bedeutendsten Maler dieses Jahrhunderts. Die beiden anderen sind, Sie werden lachen, Picasso und David Hockney. Vielleicht schreibe ich irgendwann mal einen Aufsatz, in dem ich Ihren sizilianischen Großgrundbesitzer vergleiche mit Hockneys Mr. and Mrs. Clark and Percy. An dem Tag, an dem ich meine Wohnung hier in Hellersdorf bekam, das war Ende August, da fuhr ich mit dem Schlüssel zurück zur Friedrichstraße, eine Woche vor meinem Umzug in die DDR. Ich lief zum alten Museum, ich ging durch Ihre Ausstellung und es war zufällig der Tag, an dem Sie dieses Publikumsgespräch machten. Ich hatte damals das Gefühl, dass viele Ihren Humor nicht verstanden. Nicht verstanden, dass man Literatur reden kann. Die Ebene der Metapher. Jemand fragte nach dem Auge Gottes und ich sagte mitten hinein Hegel und sie drehten sich um und sagten ja. Und der Hegel, das möchte ich Ihnen gerne sagen, der sollte uns vorsichtig machen mit moralischen Gesten. Ich bin in Leipzig manchmal extra in die Uni gegangen, um mir Arbeiterklasse und Intelligenz anzusehen. Und ich glaube, gerade dieser Titel, diese richtige und utopische Titelgebung, die es nur in der DDR geben kann, sie macht die Spannung ihres Werkes aus. Wir brauchen die DDR, weil wir Künstler sind. In großer Verehrung. Witze am laufenden Band mit Ronald M. Tschernikau. Die Idee war eine Sendung, eine Stunde lang Witze. Von mir erzählt. Und wirklich die Witze, die ich gerne erzähle. In dramatischem Bogen. Und unmittelbar hintereinander geschnitten. Ohne Atempause zwischen den Witzen. Sie alle nur unterbrochen durch die sechs Bagatellen Opus 9 von Anton Webern. Man sollte nicht wissen, was gemeint ist. Guten Abend und danke für die Einladung. Dass es diesen oder jenen Menschen nur einmal gegeben habe, sagt sich leicht und ohne Risiko. Denn wer es sagt, behält ja immer recht. Jede X und jeder Y sind so einzigartig wie ihr Fingerabdruck. Deshalb ist die Phrase in Nachrufen beliebt. Bei Künstlern geht sie weniger leicht über die Lippen. Nachweislich hat es nur einen Pablo Picasso gegeben, aber es fallen einem mit Braque, Gries, vielleicht auch mit Miró, andere Künstler ein, die zumindest zeitweise etwas Ähnliches versucht haben wie er. Bei Ronald M. Tschernikau gelingt mir das nicht. Zu Ronald M. Tschernikau fällt mir kein Vergleich ein. Ein Grund dafür ist, dass er, wie es Elfriede Jelinek gesagt hat, hartnäckig in eine Richtung gestrebt ist, während ringsumher die anderen in die entgegengesetzten Sätze strebten. Damit sind nicht nur die biografischen Besonderheiten gemeint, dass er, wie wir eben auch gehört haben, Staatsbürger der DDR wurde in dem Jahr, in dem dieser Staat zusammenbrach, dass er schwul und Kommunist war und als schwuler Kommunist in der DDR leben wollte, obwohl ihm doch das reiche Elend des Westens offen stand. Diese wirklichen Besonderheiten wären bloß Akzidenzien für mich, hätte Tschernikau psychologische Romane geschrieben wie alle anderen auch. Aber das hat er nicht. Er hat ein eigenständiges und eigenartiges Werk vorgelegt. Ich will deshalb heute Abend nur einige Hinweise auf dieses Werk geben, von dem ich im Januar 1984 zum ersten Mal etwas zu sehen bekam. Ich erinnere mich, dass ich es damals auf meine Unwissenheit schob, so etwas noch nie zuvor gelesen zu haben. Doch seither sind 32 Jahre vergangen und in den 32 Jahren ist mir nichts Vergleichbares untergekommen. Ich meine damit den ersten Text, den mir Tschernikau gegeben hat, Irene Binz, die Frau im Kofferraum. Der Text ist inzwischen Teil des nachgelassenen Monuments Legende. Das Monodrama Irene Binz beruht auf dem langen Lebensbericht von Ellen Tschernikau, der Mutter. Der Bericht ist vor ein paar Jahren separat erschienen. Für die biografischen Hintergründe lesen Sie bitte Der letzte Kommunist, die mitreißend geschriebene Biografie von Matthias Frings.
Für das Biografische fühle ich mich nicht zuständig. Es war ohnehin nicht die biografische Geschichte, was mich an Irene Binz verblüfft hat, sondern der Umstand, dass einer anno 84 in Blankversen dichtet. Ich erinnere mich, dass ich mich mit aller Kraft gegen diesen Text gestemmt habe. Erzählerische Literatur, traditionelle Form, das habe ich abgelehnt und mag ich bis heute nicht sonderlich. Aber es half nichts, irgendwann kriegte ich diese Jammen nicht mehr los. Irene Binz schlug mich in ihren Bann, weil ihre Form weder Marotte noch Manier ist, sondern dieser mal spröde, mal salopp erzählten Geschichte die Größe gibt, die sie verdient. Auf die Gefahr hin, dass es Ihnen gespreizt vorkommt, vertrete ich die Ansicht, dass dieser Text skandiert gehört. Ich bin in dieses Krankenhaus gefahren, in dieses große Krankenhaus, ich wollte, ein großes Haus, mich vorgestellt, gesagt, ich bin Irene Binz, ich bin also gekommen aus der DDR. Das ist der Anfang. Das Ende ist ein Rückblick auf die DDR und ihre Menschen. Sie haben mehr gewusst, sie haben mehr getan, sie haben mehr gelebt. Ich kann nicht zurück, das ist eben hart, es ist so. Und du? Wortbestand und Struktur des mündlichen Berichts sind von der Versbearbeitung kaum angetastet worden. Doch sobald Metrik, Zäsuren, Verschiebungen ihre Wirkung tun, wird aus dem Bericht eine gebundene, musikalische, regelmäßig gebrochene Form. Spätestens nach einigen Seiten beginnt sie, einen verhaltenen Zauber auf Leser oder Hörer auszuüben. Czernikows Blankvers ist, auch wenn er hier und da, etwa in den gerade zitierten Schlussversen, von der Regel abweicht, allerdings immer mit Grund abweicht, ist wie der klassische jambisch, fünfhebig, reimlos. Und doch stellt er das klassische Schema auf den Kopf. Denn der Blankvers der Klassik sollte den höfischen Alexandriner, wie er aus Frankreich kam, und den elaborierten Hexameter durch eine schlichtere, frischere Versform ersetzen. Czernikows schlichtes und frisches Stück verleihte im Gegenteil etwas Höfisches und Elaboriertes. Wir bemerken, hier soll nicht nur berichtet und erzählt, hier soll der Rede von einer der vielen, die unter die Räder der Geschichte gekommen sind, Würde verliehen werden. Hier soll das Alltägliche zu etwas Allgemeingültigem erhoben werden. Etwa geben die gerade zitierten Schlussverse nicht nur die Ansicht der Irene Binz, sondern auch die des Autors wieder. Sein Buch »Die Tage in L« ist im Grunde nichts anderes als eine Erläuterung dieser beiden Zeilen. Sie haben mehr gewusst, sie haben mehr getan, sie haben mehr gelebt. Denn das war die DDR für ihn. Und daraus erwuchs für ihn ein großes Ja, das sich bei seinen apathischen Zeitgenossen eher selten findet. Selbst wer im Westen gegen den Westen schrieb, schrieb ja nicht für den Osten. Und wer im Osten für den Osten schrieb, besaß nicht die Erfahrung des Westens. Der Osten, die DDR, war für Czernikow keineswegs das perfekte Land, sondern im Gegenteil dasjenige, das Mängel hat und deshalb verbessert werden muss. Der Kapitalismus hingegen verbessert sich nicht, er ändert sich nur. Und selbst in der hektischsten Änderung bleibt er stets derselbe. Nach meiner Begegnung mit der streng durchgearbeiteten Irene Binz musste mir der nächste Text, den mir Czernikow zu lesen gab, das binnen einer Woche entstandene so schön, leicht, fast leichtfertig erscheinen. Ich war enttäuscht und hatte mich doch nur getäuscht. Manches wirkt erst beim zweiten Lesen. Der vollständige Titel ist »Und als der Prinz mit dem Kutscher tanzte, waren sie so schön, dass der ganze Hof in Ohnmacht fiel.« Dieser Titel invertiert einen Aphorismus von Karl Kraus, der da lautet: Als die Prinzessin bei der Drehorgel mit den Kutschern tanzte, war sie so schön, dass der Hof in Ohnmacht fiel. Im Untertitel wird ein utopischer Film annonciert, eine Science Fiction. Tatsächlich geht So schön auf ein abgelehntes Filmskript zurück. Dass mir die Struktur von So schön allzu leicht vorkam, hängt auch damit zusammen,
dass sie, anders als die der Irene Binz, schwerer zu fassen, komplexer ist. Es geht eben nicht um eine Person, sondern um vier. Vier deshalb, weil das, behaupte ich mal kühn, die sozialistische Grundzahl ist. Friedrich Engels jedenfalls schreibt, das Privateigentum habe sich nur auf der Grundlage der monogamen Gemeinschaft, der Ehe, also der Zwei, erheben können. Die Dreiergruppe ist, wie wir wissen, eine, die dazu neigt, einen Ausschluss zu erzeugen. Zwei kleben zusammen, der Dritte hat das Nachsehen. So verhält es sich übrigens im zugrunde liegenden Drehbuch. Fritz heißt es, es ist die Geschichte von einem ausgeschlossenen Dritten. Erst die vier können die Erwerbsgemeinschaft der Zwei und die Konkurrenzsituation der Drei aushebeln. Mit der Vier ist die vollständige Austauschbarkeit gegeben, das Urmodell der Kommune, also einer ungebundenen Bindung. Anders als viele kommunistische Schriftsteller spricht Czernikow nicht nur vom Kommunismus, er praktiziert ihn, und zwar in seinen Büchern. Die Vier kehrt grandios in Legende wieder, wo vier Götter über die Geschicke der Menschen wachen. Die Vier könnte auch die Variante bestimmt haben. Genauer, die heftige Variante des Lockerseins ein Festspiel. Auch wenn es darin einmal heißt, im Kommunismus hat jeder einen Mann und eine Frau, nur ich habe zwei Männer. In diesem Festspiel, einem Werk des 19- und 20-Jährigen, gibt es, wie mir Czernikow einmal erklärt hat, vier Hauptpersonen. Sie sind eng verwandt, teils identisch mit denen von Fritz, so schön, Legende, und verlieren sich doch mitunter in den enorm vielen Nebenpersonen und Nebenstücken. In rasanter Geschwindigkeit spielen sich Minidramen ab. Was denn du hier? Habe auf dich gewartet. Du bist da. Zu dir? Zu mir. Schöne Wohnung. Teuer. Wie lange wohnst du schon allein? Ein paar Jahre, also immer. Wie geht's? Gut, Kleines. K.O.? Hast schöne Augen. Ja, wie ein Mädchen. Ich weiß. Willst was essen? Ja. Wer dieses Stück mit Karacho und Karlauern an sich vorbeizischend sieht, fühlt sich immer ein wenig unterkandidelt, wie es einmal heißt. Und doch ist das Ganze, wie alle Stücke Czernikows, in fünf Akten, streng, fast antik, organisiert. Neben den vielen Darstellern gibt es einen epischen Chor und der Schluss bietet eine ernste politische Philosophie. Du wirst nicht drin sein, weil du von dir absiehst, heißt es da. Du wirst nicht drin sein, weil du von dir absiehst. Das Drinsein in der Welt sein beginnt also bei jedem selbst. Das ist und bleibt die politische Lehre Czernikows. Fange bei dir selbst an, aber bleibe nicht bei dir stehen. Politik ist die Verallgemeinerung von Wunsch und Willen, ein Weitertreiben von Interessen auf die Welt. In vieler Hinsicht ist Variante der Muttertext für alles, was er in den wenigen Jahren, die ihm noch blieben, schreiben sollte. Etwa erhält sich die Dramenstruktur der Variante bis zuletzt bis zur Legende. Seine Texte bestehen aus schnottriger Rede und verkürzter Handlung, kurz aus Dialog und Szenenanweisung. Drama ist das politische Genre an sich, denn es spiegelt die Spannungen, Widersprüche, Möglichkeiten der Gesellschaft. Czernikow gehört wie Ivy Campton-Burnett und Stefan Mallarmé zu den verkappten Dramatikern. Das heißt, alles, was, oder fast alles, was wie Gedicht oder Prosa aussieht, ist auch Drama. Mallarmés Würfelwurf ist eigentlich eine Abwandlung des Hamlet. Wenn ich sage Form, wenn ich sage Drama, ist immer eine Öffnung auf die Welt gemeint. Diese Öffnung vollzieht sich auch, weniger vermittelt, durch das Zitat, vielmehr das angeordnete Zitat, die Montage. Die Variante nimmt eine Vielzahl von Zitaten auf. Irene Binz ist ohnehin ein langes, wenn auch intensiv bearbeitetes Zitat, wie vorhin erläutert. Und Paginel zitiert extensiv. Teil römisch 8 der Legende ist sogar reine Montage, denn er montiert kommentarlos Aussprüche jedwelcher Herkunft, einen Briefwechsel von Heinrich Mann und eine komplette satirische Revue von Klaus-Herbert Bolz und Jürgen Neumann. Die Zitatmontage ist keine Satzablagestelle. Wann, wo, welches Zitat kommt, ist gründlich bedacht. Doch der Monteur beschränkt sich auf das Mindeste. Das war Czernikows Idealvorstellung vom Autor. Einer, der mit sehr wenig sehr viel erreicht.
Nach der Kleinstadtnovelle, die der oberflächliche Leser noch als Bekenntnis und psychologischen Roman auffassen kann, und Bekenntnisse, Psychologie und Romane sind ja beliebt, hat Tschernikau nicht mehr in den Literaturbetrieb seiner Zeit, ob West, ob Ost, hineingepasst. Variante erschien im Selbstverlag, zwei illustrierte Märchen kamen in limitierter Auflage heraus und Tage in L war auch schon das letzte große Buch, das ein Verlag, nämlich Konkret Literatur, zu seinen Lebzeiten zu drucken wagte. Auch dass Legende erscheinen konnte, war lange ungewiss, über Jahre. Goldenbogen in Dresden hat sich seiner angenommen, nachdem alle einschlägigen Verlage abgelehnt hatten. Man sollte dem Mann dafür ein Denkmal errichten. Tschernikau, der Kummer gewöhnt und auf Ablehnung vorbereitet war, hat in seine Legende all die kleinen Meisterwerke integriert, die sonst verloren zu gehen drohten. Variante, So schön und Binz. Darüber hinaus eine Auswahl Essays und Gedichte. In der Legende begegnen uns Personen und Schauplätze sämtlicher früheren Texte wieder. Die Initiativgruppen, die Tunden, das Krankenhaus, Irene Binz und sogar Tschernikau selbst, der sich hin und wieder Cameo-Auftritte gönnt. Doch nun ist alles auf eine Insel der Zyklopen zusammengedrängt, die West-Berlin sein könnte und die der Kapitalismus ist, der hier einmal nicht in seiner Tendenz zur Globalisierung, sondern zur Verengung gezeichnet wird. Die elende Insel wird umgeben von weitem sozialistischem Land. Sämtliche von mir erwähnten Techniken, Blankvers, Drama, Montage und etliche mehr, schießen in diesem Buch zusammen und erzeugen einen überaus dichten Text voller innerer und äußerer Bezüge. Eines Tages fragte mich Tschernikau, welchen Autor er denn lesen soll, um mehr über die Postmoderne zu erfahren. Ich sagte auch, vielleicht Althusser, der war mal mit dem Strukturalismus verbandelt und er ist ja auch Kommunist. Nein, nein, sagte er, es ist nicht postmodern genug. Ich glaube, wir verfielen dann auf Lyotard. Ob er ihn wirklich gelesen hat, weiß ich nicht, aber als ich die ersten Seiten der Legende zu sehen bekam, verstand ich, weshalb er sich erkundigt hat. Diese Art von gefräßiger Adaption, diese Kreuzung, Überbietung, Brechung ist wirklich postmodern. Und das ohne die übliche reaktionäre Tendenz der Postmoderne. Denn an die Stelle der großen Erzählungen, die ja laut Lyotard untergehen sollten, setzt sich eine größere, die Legende. Legitimiert wird sie nicht von einer göttlichen Autorität, legitimiert wird sie nicht von den blauen Bänden, sondern von den Lesern, die sich in ihrem Namen zusammenfinden. Tschernikau ist vielleicht der erste kommunistische Postmoderne der Weltliteratur. Sie werden ja gleich einen Ausschnitt hören und können sich selbst ein Urteil bilden. Was Ihnen an diesem Ausschnitt auch auffallen wird, ist sein parodistisches Talent. Er ist in der Legende lustiger als in der Variante, weil er in der Legende überaus klar trennt und fügt. Gerade weil Komik Begriffe hinwegfegt, setzt sie Begriffsschärfe voraus. Die erwähnten vier Götter greifen in die burleske Handlung eher selten ein. Obwohl sie wie die Superhelden der Marvel-Comics über Riesenstärke, Röntgenblick oder Superpuste verfügen, auch mal den verzagten Kapitalisten Jan Philipp entführen, können sie die Dinge nicht zum Besseren wenden. Frage: Haben die Götter überhaupt eine Funktion? Antwort: Die wichtigste überhaupt. Ihr Unvermögen erinnert uns an das Unsere, aber es entmutigt uns nicht. Die Götter verkörpern Tschernikaus großes Ja und setzen gerade dadurch den kleinen Kämpfen und Versuchen, die er fortwährend beschreibt, einen negativen Horizont. Diese Kämpfe und Versuche, wie sie schon in Variante So schön, Irene Binz und Tage in L stehen, sollen sich ja selbst nicht genug sein. Die Kämpfenden und Versuchen sollen ja nicht vor sich hinwursteln. Sie sollen sich auf ein großes Ja ausrichten, die Aufhebung des Mangels. Ihr Motor ist der Mangel. Brecht schreibt: So wie die Politik eine Aktion gegen die Mangelhaftigkeit des Planeten ist, denn nur weil nichts genügt auf der Erde, darum wird immer Politik gemacht, so ist die Literatur eine Aktion gegen die Mangelhaftigkeit des Menschen. Die Literaten sind die Verdunkler des Nichts. Die Literatur allein bevölkert die Erde. Tschernikau schreibt:
Der wirkliche Ausdruck des Mangels ist der Nichtwunsch. Solange ich wünsche, kann es sein, dass sich der Wunsch erfüllt. Die Welt hat gesiegt, wenn ich nichts mehr von ihr will. Soweit Ronald M. Schernikau. Ich merke, dass ich ihn nun doch mit jemandem verglichen habe und wünsche uns noch einen schönen Abend. M. Schernikau. Legende. Buch 3. Schokoladenbau. Herr Lange. Buch 3. Schokoladenbau Herr Lange. Um seine Selbstvernichtung finanzieren zu können, beschließt Jan-Philipp Geldsack den Osthandel. Anton Tattergreis, sein Möchtegern-Geliebter, führt ihn für ihn. Herr Lange, Unterhändler des Landes, hat die Vernichtung Jan-Philipps ebenso beschlossen wie dieser selbst, allerdings schon länger. Denn natürlich sind die Götter unsichtbar. Erstes Kapitel. Ein Mann geht über einen großen hellen Platz. Der große helle Platz ist das Land. Der Mann ist Herr Lange. 2. Pravda. Pravda, 26. November 1986. Der Sieg des Oktober leitet die Ablösung des Kapitalismus durch eine neue Gesellschaftsformation ein. Der Sozialismus wird zu einem Weltsystem. Doch die Länder mit einem hohen kapitalistischen Entwicklungsniveau stehen gegenwärtig nicht an der Schwelle zur proletarischen Revolution. Das nukleare Zeitalter hat die Unstetigkeit und Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen Situation nicht aufgehoben. Es hat sie verschärft. Dieses Zeitalter aber macht die Gegensätzlichkeit der Entwicklung äußerst gefährlich. 3. Auftrag, Herr Lange. Herr Lange über den großen hellen Platz zu den bestimmenden Stellen bestellt. Angesichts der Weltlage soll er den Frieden erhalten. 4. Wenigstens das. In einem Zimmer mit leeren Schränken, er hat nachgeguckt, wartet Herr Lange auf die Darlegung der Lage. 5. Weil es den Frieden nicht gibt, wird Herr Lange ihn aufrechterhalten. Inmitten von Hauen und Stechen in der Welt sitzt Herr Lange und tut, was er kann. 6. Die Tür geht auf, Herr Lange erhebt sich. 7. Sie werden Anton Tattergreis zu sich kommen lassen. Ich werde Anton Tattergreis zu mir kommen lassen. Sie werden die Koexistenz friedlich machen. Ich werde die Koexistenz friedlich machen. Es wird niemand den roten Knopf betätigen. Es wird niemand den roten Knopf betätigen. Ankündigung der Rückblende. Schon an dieser Stelle die erste Rückblende, um den Leser auf die übergroße Komplizesse des Erzählwerks vorsichtig vorzubereiten. Rückblende, Herr Lange im Flugzeug. Jan-Philipp Geldsack im Linienflugzeug neben Herrn Lange. Jan-Philipp sitzt neben einem Menschen im Plastikanzug
und weiß plötzlich und denkt immer bloß, der ist aus dem Land. Der ist aus dem Land. 10. Als sie über das Land fliegen, die Insel liegt mitten im Land, spricht Jan Philipp Verse zu Herrn Lange. Auch antwortet Herr Lange in ebensolchen Versen. 11. Was Jan Philipp spricht? Was Herr Lange antwortet. Sie sind so lieb. Ihr Anzug ist so kackbraun. Mein Anzug ist nicht kackbraun, er ist Mokka. Das Reisen ist kein Privileg. Ich bin Ausführender. Das Handeln... Keine Verse. Die Verse, wissen Sie, die kommen später. 12. Kleines Lächeln, Herr Lange. Nicht schüchtern, wortlos, fremd. 13. Rede Herrn Langes über das Reisen. Der Auftrag, der Sinn des Außenhandels, Industrienationen und Linksabweichler. Er wird die Rede bei den Verhandlungen noch einmal halten. 14. Jan Philipp fragt Herrn Lange im Vertrauen, ob er eine Kommunistin heiraten soll. Empörung, Herr Lange. Im Westen sind Sie allesamt verrückt geworden. 15. Ende der Rückblende. 16. Selbstauftrag Irene Binz. Über den großen, hellen Platz geht Herr Lange zurück zu Irene. Herr Lange geht zu seiner Geliebten Irene Binz. 17. Niemand wird den roten Knopf betätigen. Herr Lange wird seine Hand auf den Arm von Irene legen und es wird Frieden sein. Herr Lange will ein Kind von Irene. 18. Klingeln Herr Lange an der Tür Irene Binz. Irene öffnet die Tür ihrer winzigen Neubauwohnung und begrüßt den Geliebten in Freude. 19. Abendbrottisch Irene Binz, Herr Lange und der Sohn von Irene. Ich möchte dich heiraten, sagt Herr Lange. 20. Irene sagt, ich gehöre dem Vater meines Kindes. Gemeinsamer Blick auf das riesenhafte Foto über dem Sofa. 22. Monolog, Herr Lange. Der Vater deines Kindes hat das Land verlassen, Richtung Westen, auf die Insel. Der Vater deines Kindes hat das Falsche getan. Was macht übrigens deine Schwester Ulla? 22. Fortsetzung, Monolog, Herr Lange. Für wen will ich diesen kläglichen Frieden? Ich will ihn für dich. Ich möchte ein Kind von dir. 23. Ankündigung Irene Binz am Abendbrottisch. Stumm. Auch ich werde das Land verlassen, heimlich und in einem Kofferraum. Auch ich werde vollkommen unglücklich sein. 24. Irene legt ihren Arm um Herrn Lange, kurz. Dann bringt sie ihn zur Tür. 2. Kapitel. Marie Antoinette wird zum Schafott geführt. Der Weg ist schmal, sie muss an dem Henker vorbei und stößt ihn nah an. Sie sagt, entschuldigen Sie, es geschah nicht mit Absicht. Das sind ihre letzten Worte. 2. Die Kleidung. Vor dem Ende des zweiten Jahrtausends unserer Zeitrechnung liegt West-Berlin mitten im Sozialismus. Die Insel liegt mitten im Land. Das Land liegt mitten in der Welt. 3. Wenn man den Sozialismus besucht, gilt es, sich unauffällig zu kleiden. 4. Wenn es eine Zukunft gäbe, sagt Jan Philipp trotzig, dann wüsste ich auch von ihr. Ich stehe vor dem großen Spiegel, wende mich sowohl hin als auch her und bin viel zu auffällig gekleidet. 5. Auf der Insel zwar gelte ich als alles andere als zu auffällig gekleidet, aber das Land, das die Zukunft ist, dort werde ich betastet werden und bewundert. Wie aus dem Rokoko, wie aus dem Rokoko erscheint die Vergangenheit der Zukunft, prächtig und unerreichbar. 6. Beteuerung, Jan Philipp. Ich trage einen Anzug, der unauffällig geschnitten ist. 7. Ich trage eine Krawatte, die unauffällig gemustert ist. 8. Ich trage eine Haartracht, die unauffällig und so weiter, 72 Punkte, alles unauffällig. 9. Erkenntnis ist Krise, ruft Jan Philipp schockiert. Ich bin Jan Philipp. Bin ich Jan Philipp?
Leider bin ich tatsächlich Jan Philipp. 10. Weil ich tatsächlich Jan Philipp bin, muss ich Jan Philipp vernichten. 11. Jan Philipp ruft: Anton! Der Spiegel, vor dem Jan Philipp steht, dreht sich. Von hinter ihm tritt Anton hervor. Anton sagt: Jan Philipp. 12. Jan Philipp sagt: Ich bin zu auffällig gekleidet. Du wirst der Händler sein. Treibe du den Osthandel für mich. Du bist der bessere Mensch. 13. Jan Philipp Geldsack und Anton Tattergreis. Gemeinsam beraten sie über Jan Philipp Geldsack und Anton Tattergreis. Du bist der bessere Mensch. Nein, du. 14. Ich werde mich selber vernichten. Nicht als Person natürlich, nein, als Kategorie. Jan Philipp sein, weil ich nicht mehr Jan Philipp bin. Das Jan Philippige an mir, es auslöschen, etc. pp. Selbst Heiner Müller schreibt diese Passagen nicht mehr aus. 15. Der Sozialismus ist da. Es gibt den Sozialismus. Es gibt Leute und um sie Häuser und Straßen. Und sie fragen einander und es ist Sozialismus. Toll. Das ist das Land. 16. Jan Philipp sagt: Ich bringe dich zur Friedrichstraße. 3. Kapitel. Einlage. Das Märchen von dem Klohäuschen auf dem Bahnhof Friedrichstraße. 2. Es war einmal ein Klohäuschen, dem ging es auf der Welt ganz besonders gut. Aber das Leben auf der Welt, leider nützte es ihm gar nichts. 3. Immer wurde das Klohäuschen benutzt und benutzt. Die anderen Klohäuschen auf der Welt wären neidisch geworden, könnten Klohäuschen neidisch werden. Aber unser Klohäuschen weinte. 4. Es weinte die viele, viele Pisse eines jeden Tages in seine tiefen, tiefen, tiefen herab. Es spürte traurig seinen Zweck nur als Verunreinigung, wo es doch die Erleichterung der weiteren Beteiligten hätte spüren sollen. Kurz, das Klohäuschen war in einem falschen Körper zur Welt gekommen. Diesen Umstand hat es übrigens mit Ronald M. Tschernikau gemein, der eigentlich in den Körper von... Aber lassen wir das. 5. Unser Klohäuschen also stand auf seinem Platz, es war der Bahnsteig auf dem Bahnhof Friedrichstraße, belebt von West und gelegentlich Ost, und es sehnte sich nach neuem Leben. 6. Neues Leben, neue Dinge in sich, neue Bestimmung. Es wünschte sich nichts sehnlicher, als ein Zeitungskiosk zu sein. 7. Nun begab es sich, dass eben der Zeitungskiosk des Bahnhofs Friedrichstraße abgerissen wurde. Er wurde einfach abgerissen. Der Zeitungskiosk war zu klein geworden. So viele Wanderer zwischen den Welten wollten mit Zeitung wandern. Man hatte beschlossen, sich zu vergrößern. 8. Ach, was hätte das Klohäuschen darum gegeben, ein Zeitungskiosk zu sein? Ach, was hätte das Klohäuschen darum gegeben, nur einmal, nur eine Stunde, nur eine kleine Stunde lang ein Zeitungskiosk zu sein? 9. Aber der Zeitungskiosk, der von den Sehnsüchten seines missgestalteten Bruders längst wusste, die Zeitungskioske verstehen eben die Klohäuschen nicht übel, wenn es denn umgekehrt nicht ganz so leidlich vonstatten geht, dieser Zeitungskiosk also lachte nur. 10. Und wenn Zeitungskioske lachen, das ist arg. Und wenn zur selben Zeit ein Klohäuschen weint, tu Güte. Und dann so nah beieinander. 11. Hämische Freude und grundloses Leid. Und nah beieinander und auch zur selben Zeit. Das ist zu viel für eine einzige kleine Friedrichstraße. 12. Und so wurde also unsere kleine Friedrichstraße mit ihrem verwunschenen Bahnhof mittendrin und drunter, so wurde die Stadt darüber und drumherum einerseits von diesem Lachen, andererseits von diesem Schluchzen auf dermaßene Weise geschüttelt, dass es beinahe zu einem Zwischenfall auf dem diplomatischen Parkett gekommen wäre. 13. Aber
Zum Glück werden natürlich die Klohäuschen und die Zeitungskioske, die erst recht, auf dem Bahnhof Friedrichstraße politisch geschult. 14. Und als nun die beiden bemerkten, dass ihre Häme und auch ihr Leid nicht ihr eigen blieben, sondern von den Begängern wie den Bepissern bemerkt, belacht, gestört und belobigt wurden, 15, da öffneten die beiden alles von sich. Da wurden der Zeitungskiosk mit der Welt, sowohl auch das Klohäuschen mit der Welt, dermaßen eins, dass die Welt ein Zeitungskiosk und die Welt ein Klohäuschen wurde. Und so nicht nur beide abgeschafft, sondern zudem glücklich. Viertes Kapitel. Auch die Erklärung der Welt hat einen bestimmten technischen Standard. Die Farben von Herrn Lange, seiner Augen, seiner Hände, sie kommen hier nicht vor. Wie also tritt man sich gegenüber? 2. Wie also tritt man sich gegenüber? Man verbeugt sich, schüttelt einander die Hände, gibt Handkuss oder Bruderkuss oder reibt Nase an Nase. Man dankt den Gästen, wenn sie Regen mitbringen, denn das gibt eine gute Ernte. 3. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, auf Wiedersehen. Es nickt sich zu, wer sich weniger kennt. Es drückt sich die Hand oder umarmt sich, wer sich noch weniger kennt. Eine Verbeugung wird höchstens angedeutet. 4. Die Interessenlage. Das Hotel im internationalen Standard hat ein Foyer im internationalen Standard. Es betritt Anton. Auf ihn zu, die Hände, Herr Lange. Anton und Herr Lange besprechen die Interessenlage. Ich bin Anton Tattergreis. Sie sind Anton Tattergreis. Ich liebe Jan-Philipp Geldsack. Deshalb tue ich so, als sei nichts natürlicher, als mit seinen Feinden Handel zu treiben. Die Eroberung neuer Märkte, der Osthandel. Ich besitze eine Schokoladenfabrik. Ich bin Herr Lange. Herr Lange. Mitarbeiter. Sind wir nicht alle nur Mitarbeiter? Dies ist alkoholfrei. Ich trinke Schokolade. Der Zufall. Ich trinke ausschließlich Schokolade. In meinem Land, an den Imbissbuden, die Mitglieder der Kampftruppen, ausruhend von den anhaltenden Mühen. Die Sonne schmilzt die Schokolade in ihrer Hand. Sie beugen sich vor und lachen mit vollem Mund. Was schmeckt das Getränk? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht der, der Sie denken. Ich soll Sie nicht drängen. Ich dränge Sie nicht. Es gibt einen Vertrag, es gibt keinen Vertrag. Trinken wir Schokolade. Aber ich will ja, ich soll, ich muss. Jan-Philipp will mit seinem blöden Osthandel Lydia beeindrucken. Der Wandel, der Handel. Treiben Sie den Osthandel mit mir. Nein, umgekehrt, ich bin der Osten. Na, auch nicht. Nun, sagen Sie doch was. Wer Handel treibt, drückt keine roten Knöpfchen. Top? Top. Der Frieden. Ja, der Frieden, der Handel. Jetzt bin ich es. Jetzt bin ich jemand, der Osthandel treibt. Wo ist Jan-Philipp? Ich erhebe mich und rufe, Jan-Philipp, wo bist du? Jan-Philipp! Fünftes Kapitel. Jan-Philipp Geldsack. Unter den allergrößten Anstrengungen macht er das Unmögliche wahr. Er fährt in die Zukunft auf Besuch. 2. Um sich selber zu quälen, fährt Jan-Philipp mit einem ganz normalen Personenzug in das Land. 3. Die über 100-Jährigen, denen das Land die Reise auf die Insel gestattet und die nun widerwillig zurückkehren,
Sie klagen laut in Richtung Jan Philipp über die fehlende Versorgung des Landes mit Filtertüten. 4. Flatsch, krächzt eine der Hundertjährigen immer wieder. Flatsch machen die Filtertüten und zerfließen unter dem heißen Wasser. Filtertüten, nicht mal Filtertüten. 5. Dann knackt sie riesige Walnüsse, aus denen goldene Ketten und Ringe quellen, die Wertanlage, der Schmuggel, und versucht Jan Philipp, einen großen Schein der Landeswährung zuzustecken. Leider ist er auf der Insel wertlos. 6. An der ersten Bahnstation des Landes wartet schon eine Menschenmenge, um den berühmten Jan Philipp Geldsack in den inoffiziellen Empfang zu nehmen. 7. Die Menge spricht. Jan Philipp antwortet. Ist es wirklich wahr, dass du Jan Philipp bist? Es ist wahr. Ist es wirklich wahr, dass du stets in einem Flugzeug reist? Es ist wahr. Ist es wirklich wahr, dass dieses Flugzeug dir allein gehört? Es ist wahr. Ist es wirklich wahr, dass du trotzdem nicht glücklich bist? Weshalb bist du nicht glücklich? Möchtest du uns verkackeiern? Nein, ich möchte euch nicht verkackeiern. Ich bin Jan Philipp. Wir glauben dir nicht. 8. Um den unglücklichen Jan Philipp auf dem Bahnsteig scharen sich die Bewohner des Landes, sobald er das Land betritt. Sich nicht zu retten weiß Jan Philipp. 9. Obwohl Jan Philipp mit den Augen zuckt, die Schultern mehr als krampfhaft hochhält und vor Qual in der Welt andauernd umfällt, drehen die Bewohner des Landes inzwischen fast durch vor Neid. 10. Von Hunderten von Händen ausführlich betastet, erreicht Jan Philipp nur unter Mühen das Hotel im internationalen Standard. 11. Noch einmal sieht Jan Philipp an sich hinauf und herunter. Aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund gelte ich hier als auffällig gekleidet. 12. Auf der Insel dagegen gelte ich als eher unauffällig. Ehrenwort. Aber was gilt hier das Ehrenwort eines Jan Philipp Geldsack? 13. Milde Murmeln, Bach, Wald, Tal des Landes, alles. Pressekonferenz. Endlich. 14. Pressekonferenz. Endlich. Pressekonferenz. Endlich. Endlich stehen Anton Tattergreis und Herr Lange vor den Kameras der Welt. Blitzlichter, Mikrofone, Telefone, der Osthandel, die Neuigkeit, die Akkreditierung. 15. Erneutes und erneutes Nachstellen der Begrüßungsszene Herr Lange, Anton Tattergreis für die Bildreporter aus aller Herren Länder. Ich bin Anton. Ich bin gegen diesen Handel. Ich bin Herr Lange. Ich bin für ihn. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Strahlendes Händeschütteln, Blitzlichter, Mikrofone, Telefone, die Demütigung. 16. Die Demütigung. Anton Tattergreis kann nicht umhin, Herrn Lange öffentlich dafür zu demütigen, dass dieser den Handel mit ihm überhaupt erwägt. Was seid ihr ohne uns? 17. Hochmoralische Rede, Herrn Lange. Was seid ihr ohne uns? Ein faschistischer Haufen. 18. Zweite Rede, Herr Lange, über die zurückliegenden Diskriminierungen. Durch den Handel sich selber stärken. Herr Lange fordert die Abschaffung der Berufsverbote auf der Insel sowie den Weltfrieden für alle denkbaren Jahrhunderte. Herzliches Ablachen der Presse. 19. Dritte Rede, Herr Lange. Diesmal die über das Reisen, der Auftrag, der Sinn des Handels, Industrienationen und Linksabweichler. Er hat sie ja im Flugzeug schon gehalten. 20. Schließlich fehlt nur noch eines zum Vervollkommnen des Osthandels, der Auftritt Jan Philipp. Der Auftritt Jan Philipp. 21. Der Auftritt Jan Philipp. Durch die Reihen der 400.000 Reporter sowie einen fröhlichen Pionierchor, der soeben ein munteres Begrüßungslied zu singen begonnen hat, kämpft sich stolz der Erfinder des Osthandels, Jan Philipp Geldsack. 22.
Herzlichen Glückwunsch, ruft ihm von ferne Herr Lange entgegen. Glückwünsche wofür? Fragt abrupt Jan Philipp. Glückwünsche für die Ausbeutung? 23. Räusper, räusper. Sagt Herr Lange laut. Glückwünsche für die Zusammenarbeit, der Frieden. Der rote Knopf unberührt im blinkenden Licht des Morgens. Die Unschuld, die Verwandlung, das Unglaubliche. 24. Danke, sagt Jan Philipp. Bitte, sagt Herr Lange. Danke, sagt Jan Philipp. Dann reckt er entschlossen seine Schultern und sieht mutig in die schwarzen Löcher der 400.000 Objektive. 25. Ich werde mich selbst vernichten, ruft Jan Philipp Geldsack, Nachfolger und Liebling des Schokoladenfabrikanten Anton Tattergreis, mutig und laut in die laufenden Kameras. 26. Pikiert hastet Herr Lange zwischen Anton und dem fröhlichen Pionierchor hin und her, der noch immer sein munteres Begrüßungslied singt. Anton Tattergreis will sich jedenfalls nicht selber vernichten. 27. Neben Herrn Lange hastet auch Jan Philipp zwischen Anton und dem fröhlichen Pionierchor hin und her, der noch immer sein schier endlos munteres Begrüßungslied singt. Aber ich bin Jan Philipp. Ja, ich weiß. Aber ich muss vernichtet werden. Ja, ich weiß. Aber dann vernichten Sie mich doch endlich. Herr Lange bleibt stehen und sagt, ich kann nicht. Sie können nicht? Nein, ich kann nicht. Der Frieden. Der Frieden? Welcher Frieden? Der, den es nicht gibt. Es gibt ihn jetzt. Ich sehe keinen. Ich sehe einfach keinen. Anton! Jan Philipp? Da bist du ja. Da sind Sie ja. Da seid ihr ja. Ja. Ja, ja. 29. Erklärung der drei. 30. Erklärung Jan Philipp Geldsack. Nichts als Schokolade ist, was wir noch wollen. Immer mehr Tafeln aus immer weniger Schokolade. Unsere Schokolade ist wiederverwendbar. Die neuen Methoden, die Produktivität. Leider mache ich keinen Frieden, sondern immer bloß neue Tafeln aus diesem ekligen süßen Zeugs. 31. Wir können unsere Schrift synthetisch herstellen. Wir können unser silbernes Papier synthetisch herstellen. Wir können unsere Schokolade synthetisch herstellen. Wir können einfach alles synthetisch herstellen. 32. Herr Lange liefert uns die Schokolade. Wir verarbeiten sie und liefern die Tafeln edel zurück. Die billige Arbeitskraft, die einseitige Wertübertragung, die Verschuldung, die Demütigung. 33. Ich möchte, sagt Jan Philipp Geldsack, dass Herr Lange in diesem Wettkampf gewinnt. Wenn Herr Lange gewinnt, wird das Land sich von meiner Schokolade nähren. Dann gibt es endlich die Zukunft. 34. Hoffentlich gewinnt Herr Lange. 35. Erklärung Anton Tattergreis. Wir können, sagt Anton milde, auch unsere Bedingungen synthetisch herstellen. Die Bedingungen hier diktiere ich. Ist das klar? Herr Lange liefert den Schokoladenrohstoff für 100.000 Tafeln an uns und bekommt als Belohnung 10 echte Tattergreistafeln zurück. 36. Übrigens möchte ich ebenfalls, dass Herr Lange gewinnt. Wenn Herr Lange gewinnt, werde ich endlich mein Herz selber aus mir rausschneiden, die Herrschaft ohne Gewissen, das Leben ohne Liebe, der angebliche Frieden. Haha, dann werde ich endlich aus Stein sein. 37. Hoffentlich gewinnt Herr Lange. 38. Erklärung Herr Lange. Das Land soll auch mal Schokolade essen, synthetisch oder nicht. Ich werde ihm zu ihr verhelfen. Hoffentlich gewinne ich. 39. Wenn ich endlich gewinne und Anton die Schokolade nicht liefern kann, die zyklische Krise vielleicht eventuell, dann wird die Welt alles sehen, endlich. Wenn da kein Frieden sein wird, wird da der Krieg sein. Wenn da der Krieg in den Häusern ist, werden die Menschen sich endlich besinnen. Arbeitslosigkeit, Unruhe, Aufstand auf der Insel. Leider täusche ich mich in dieser Hoffnung. 40. Das Glück. Ich werde es für das Land erkämpfen. 41. Verse, Herr Lange. Wir sind sehr abgeschottet längst. Wir sind so stark, wie wir uns fühlen. Die Beratung,
des Zielprogramms des Essens Schokolade. Der Absatz, die Entwicklung und die Forschung, der Inhalt der Beziehungen, der Handel. Der Frieden, endlich Frieden, ach der Frieden, die Mission, die heilige Mission. Ich bin es, ich bin sie, ich bin Herr Lange. 42. Verse Jan Philipp. In meiner Hand die Schokolade spricht, ich bin die Schokolade, du ein Dreck. Du Blödmann machst mich, ich zerfließe, Ätsch, vor Rührung und vor Einsamkeit, die Ware. Du bist es, der mich macht, ich mache dich. So sprichst du, Schokolade, du hast recht. Doch nun musst du hinaus, die weite Welt. Ich muss dich tauschen, ich vertausche mich. Ich bin der Chef, den es nicht gibt. Ich bin, mein Name tut hier nichts zur Sache, Jan, Philipp. Es gibt mich wirklich, ich bin hier, ich bin ja immer hier, es ist nichts. Ja. 43. Verse Anton. Ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe nur ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn. 44. Aus dem Hotel im Internationalen Standard treten Anton Tatterkreis, Jan-Philipp Geldsack sowie Herr Lange. Hoffentlich gewinnt Herr Lange, sagt Anton Tatterkreis. Hoffentlich gewinnt Herr Lange, sagt Jan-Philipp Geldsack. Hoffentlich gewinnt Herr Lange, sagt Herr Lange. 45. Komm, sagt Anton zu Jan-Philipp, wir müssen zurück, das Jubiläum wartet. Herr Lange fragt, welches Jubiläum? Verlegenheit Jan-Philipp. 46. Der Mond und die Sonne. Dies ist, sagt Herr Lange und zeigt auf sie, der Mond und dies ist die Sonne. Das sagt er und sieht Jan-Philipp prüfend an, sieht man nur bei uns am Himmel, sie beide zusammen. 47. Ja, sagt Jan-Philipp. Ja. Thank you.